Da will ich auch ein gutes Vorbild sein und jetzt auch gleich schon mal überleiten zu der Begrüßung, nämlich die machen wird die Kollegin Sibylle Stamm hier neben mir. Sibylle ist Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie ist eine wirklich langjährige Gewerkschafterin, zumindest in meinen Augen eine Art Urgestein auch der Gewerkschaften der letzten Jahrzehnte. Sibylle war früher bei der IG Metall, dann bei der IG Medien, zuletzt bei Verdi, dort auch als Landesleiterin von Verdi Baden-Württemberg tätig. Sie war immer für Tarifpolitik zuständig und damit auch immer für Streiks zuständig gewesen. Sibylle, schön, dass du da bist. Geh doch zu dem Pult da vorne. Genau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, Rosa Luxemburg, die heimliche Schirmherrin unserer Konferenz, setzte auf Bewegung als Anleitung für die politische Praxis. Sie hielt es mit ihrem großen Lehrer Karl Marx, der im Kontext zu seiner Kritik des Gothaer Programms 1875 schrieb, ich zitiere, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Parteiprogramme. Rosa Luxemburg mahnt an, dass die Spannung zwischen Weg und Ziel, zwischen politischen Tagesaufgaben und dem, worum es sich perspektivisch zu streiten lohnt, in praktische, theoretisch fundierte Politik transformiert werden muss. Immer ist beides notwendig, die Bewegung, der Streik und gleichzeitig die kritische Analyse, die mögliche Verallgemeinerung von Erfahrungen mit dem Anspruch einer theoriegeleiteten Praxis. Da sind wir schon in Hannover, das ist das große Ziel unserer Konferenz. Rosa Luxemburg beschreibt die Dialektik zwischen Praxis und Theorie in einem eindrucksvollen Bild. Zitat, Grundsätze der Sozialdemokratie, gemeint ist nicht die heutige SPD, sondern die vom 19. 20. Jahrhundert, die eine revolutionäre sozialistische Partei war damals. Grundsätze der Sozialdemokratie lassen sich ebenso wenig aus Broschüren und Vorträgen allein erfassen, nur auf hoher See des politischen Lebens kann das Proletariat in sozialdemokratischer, sprich sozialistischer Richtung geschult werden. Zitat Ende. In der heutigen Zeit und bezogen auf unsere Konferenz übersetzt, Streiks sind eine Quelle von Erfahrungen, von Erfolgen und Niederlagen, von Hoffnungen und Enttäuschungen und immer wieder vom Stolz und dem aufrechten Gang. Im Streik verändern sich die Streikenden, sie verändern die soziale Wirklichkeit und gleichzeitig verändern sie sich selbst, lernen, analysieren, werden listig im Kampf. Wir lernen im Vorwärtsgehen, eine alte Losung der Arbeiterbewegung. Genau diese Funktion soll unsere Konferenz Erneuerung durch Streik 2 haben. Gemeinsam Strategien entwickeln, Konflikte führen, Beteiligung organisieren. Ich begrüße sehr herzlich alle Kolleginnen und Kollegen, haupt- und ehrenamtlich, die gerade Streiks vorbereiten, aktuell aus einer Streikbewegung kommen, mittendrin stecken oder gekommen sind, um zu hören, wie man das macht. Euch alle begrüße ich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr herzlich. Ihr seid die Hauptakteurinnen und Hauptakteure der nächsten 2 Tage. Weil, wie Bert Brecht seinen Philosophen Metis sagen lässt, Zitat, das Denken etwas ist, was auf Schwierigkeiten folgt und dem Handeln vorausgeht, Zitat Ende, und die Bewerkschaftsbewegung an ihrer Seite immer Menschen braucht, die beim Denken behilflich sind, begrüße ich sehr herzlich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zuhörend oder aktiv eingreifend unsere Konferenz bereichern.
Viele sind jahrzehntelange Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter der Gewerkschaften. Herzlich willkommen. Ein wichtiges Ziel der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, um mit Gramsci zu reden, die Intellektuellen aus dem Wissenschaftsbereich, eine werden wir gleich hören, und die sogenannten organischen Intellektuellen, das sind diejenigen, die Bewegung und Streiks handelnde, entscheidende Menschen aus Betrieben und Gewerkschaften zusammenzubringen. Das ist mit dieser Konferenz beabsichtigt und ich bin sicher, es wird glücken und ein produktiver Prozess werden. Herzlich willkommen nochmal an unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein wichtiger Impuls für Rosa Luxemburgs berühmte Schrift über den Massenstreik und das Verhältnis von ökonomischem und politischem Streik. 1906 kam aus Belgien. Dem Streik der belgischen Arbeiterinnen und Arbeiter für den gesetzlichen 8-Stunden-Tag. Die deutsche Gewerkschaftslinke hat viel gelernt, um ein anderes Beispiel zu nennen, aus dem englischen Bergarbeiterstreik 1984. In Deutschland wurde für die 35-Stunden-Woche gestreikt und vor den Werktoren auf den Streikversammlungen berichteten englische Kolleginnen vom Streik gegen Tarifautonomie und den Abbau der Gewerkschaftsrechte über politische Hintergründe und Ziele des Kampfes. Das war eine wunderbare Solidarität und ein großer gemeinsamer Lernprozess. Wichtig für uns, was tut sich in den anderen Ländern, in Europa, in der Welt? Wo wird für welche Ziele, betrieblich oder national, gestreikt? Welche antikapitalistischen Bewegungen wehren sich anderenorts gegen Demokratieabbau und soziale Errungenschaften und streiken für mehr Lohn, mehr Rechte, mehr Demokratie? Noch heute Abend wird das Thema sein und soll uns durch die Konferenz begleiten. Ich begrüße sehr herzlich unsere internationalen Gäste, aktuell für das heutige Podium unsere Kolleginnen und Kollegen aus England, Holland und der Türkei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Erneuerung durch Streik 2 soll anknüpfen an die erfolgreiche Stuttgarter Konferenz vor 1,5 Jahren, soll die erweiterte Praxis neue Streik- und Widerstandsformen reflektieren, auf ihre Tauglichkeit prüfen und konzeptionelle Arbeit leisten. Nicht nur, das haben wir gemacht, sondern auch, wie macht man das? Und wie macht man es erfolgreich? Das ist ein Fortschritt, den wir versuchen mit dieser Konferenz. Noch vor wenigen Jahren war die Aktionsform Flashmob in Arbeitskämpfen weitgehend unbekannt. Heute gibt es vielfältige und positive Erfahrungen damit. Streiken bei geringem Organisationsgrad, vor Jahren ein Unding. Heute wissen wir, dass es geht und wie es geht. Und dass wir nachher mehr sind als vorher. Ein unbefristeter Erzwingungsstreik bei niedrigem Organisationsgrad und auch noch in Krankenhäusern. Früher unvorstellbar. Spätestens seit dem erfolgreichen Streik der 4 Unikliniken in Baden-Württemberg ist bewiesen, dass es geht und am Ende sogar ein TVÖD++ dauerhaft erstreikt wurde. Gewerkschaftliche Streikstrategien und Streiktaktiken werden entwickelt, das wissen wir alle, auf dem Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, der Rechtsprechung, des Organisationsgrades, der Stärke des Gegners, kurzum, der aktuellen Kräfteverhältnisse. Diese Verhältnisse sorgfältig analysierend besteht die Kunst darin, eine listige und wirksame Arbeitskampfstrategie zu konzipieren und erfolgreich umzusetzen. Soweit das Einmaleins der Tarifpolitik. Gewerkschaften sind für uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung ein ganz besonderer Bündnispartner.
Sie organisieren und vertreten Menschen, die, wenn sie ihre Arbeitskraft verweigern, wenn sie Sand ins Getriebe werfen, große ökonomische und politische Wirkung erzielen können, die in manchen historischen Situationen hegemonial ist. Auch hier gilt der Rat Rosa Luxemburgs aus der Massenstreikdebatte, dass die Taktik der Gewerkschaften nie unter dem Niveau des tatsächlichen Kräfteverhältnisses stehen darf, sondern vielmehr dem Kräfteverhältnis vorauseilt. Das ist die wichtigste Aufgabe der Leitung in der Periode von Massenstreiks. Zitat Ende. Das, denke ich, wird eine Rolle spielen in unseren Diskussionen und war sozusagen an die Leitung der Gewerkschaften gerichtet. Als ich in der vergangenen Woche auf einer Betriebsrätekonferenz unvorsichtig, eingedenk der vielen Flashmobs und Rein-Raus-Streiks, äußerte, dass ein Streik auch Spaß machen muss und kann, kritisierte mich ein alter Gewerkschaftskämpe mit den Worten: Ein Streik ist eine ernste Sache. Ein Streik ist das letzte Mittel, das wir Arbeiter haben. Ja, Widerstandsaktionen und Streiks sind eine ernste Sache. Spaß machen sie dann, wenn die Streikenden erleben, dass sie selbst es sind, die die Spielregeln bestimmen, dass sie zumindest zeitweilig das Heft des Handelns in der Hand haben und damit das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten verschieben. Das macht Spaß und Stolz. Unsere Konferenz soll beitragen, dass zukünftig noch viel mehr Menschen stolz sind und Spaß haben an erfolgreichen Streiks. Dankeschön.